Ja, schönen guten Tag, meine Freunde auf Maverick TV. Da sind wir wieder zu einem neuen Unboxing-Video. Und da haben wir schon mal das gute Stückchen. Tonicuator von Favor Tree. Tree bedeutet Baum. Habe ich gerade gegoogelt. Und das Ding ist Mediterranean Tonicuator. Made with Floral Botanicals. 200 Milliliter. Erfrischungsgetränk. Und das Ding an diesem, an dieser Flasche ist, das ist nicht einfach so ein Tonicuator. Das ist das VIP-Tonicuator. Der VIP-Tonicuator. Ich glaube, diese 200 ml-Flasche kostet im normalen Lebensmittelhandel, bei Rewe haben wir die, glaube ich, gekauft, an die 2 Euro, 1,49 oder 1,79. Also für 200 ml ist es auf jeden Fall schon ein Preis wie Jim Beam. 0,7, da kommt man fast an einen Jim Beam. Also im Endeffekt ist es ein stolzer Preis. Und jetzt ist die Frage natürlich: Wie schmeckt das kleine gute Stückchen? Dazu machen wir mal wieder den Kneipenbauerntrick. Setzen an. Dazu muss ich auch noch mal ein Unboxing drehen hier, wie man eine richtige Flasche öffnet. Mit Augen, mit Zähnen, mit Flaschen, mit Feuerzeugen. Oh, geht aber schnell, also schwer auf, meine ich. Also ist auf jeden Fall gut zusammengepresst worden hier. Neutral, riecht nach gar nichts. Und jetzt hauen wir uns mal ein kleines Stück von dem guten Wasser rein. Also überzeugt, da ist so ein kleiner Nachgeschmack, der ist nicht so fein. Also ich muss sagen, da schmeckt es Schweppes Tonic im Waiter Wasser besser. Noch ein Schlückchen. Oh, schmeckt irgendwie nach Blumen. Also für diesen Preis habe ich mehr erwartet. Geschmacklich trifft es überhaupt nicht meinen Nerv. Oh. Und für 200 Milliliter und so einen Geschmack, fast 2 Euro, das sprengt schon mal wirklich alle Grenzen hier. Kann ich nicht weiterempfehlen. Geht geschmacklich nicht klar. Holt euch lieber das Schweppes von Schweppes Tonic. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen werde, weil austrinken werde ich es definitiv nicht. In diesem Sinne, meine Freunde, ein Fehlkauf. Oh, geht gar nicht klar. Peace out, abonniert Maverick TV. Bis zum nächsten Unboxing, meine Freunde der guten Unboxing-Videos. Euer Maverick.